Guten Morgen, meine Lieben. Ja, also heute ist Thema Sport. Es ist ja so, dass man ab einem gewissen Alter und ab einer gewissen Körperfülle gewisse Sportarten nicht mehr machen sollte. Also zum Beispiel, ich bin früher leidenschaftlich gekajakt, aber inzwischen haben die Dinger eine Saugglocke eingebaut. Also ich komme zwar rein, plumps, ja, aber ich komme da nie wieder raus. Es ist so, als ob wirklich diese Saugglocke alles so verteilt in diesem Kajak. Und dann ist es ja auch so, wenn man dann ankommt wieder, stehen natürlich alle Leute da und wollen gucken, wie die kleine dicke Mamsell aus dem Kajak rauskommt. Und nachdem es mich dreimal sowas und dermaßen die Rolle habe ich gemacht, habe ich gesagt, nee, ich steige jetzt um auf Ruderboot. Das geht noch. Ja. Oder aber zum Beispiel, früher bin ich geritten. Ja, heute schlagen mich die Brüste dabei tot. Geht alles nicht mehr. Kamelreiten, genau das Gleiche. Und meine Enkel zum Beispiel, die haben dann immer gesagt, Onno, wir machen Trampolin, das ist gesund für dich. Also Sport-BH an, ja, alles weggedrückt. Und dann waren wir in so einer Trampolinhalle mit gefühlten 30 Trampolinsorten. Und da war auch so ein 10 Meter langes Trampolin, da sollte man dann so rennen oder so hüpfen. Ich bin gerannt. Und dann zum Schluss war da eine riesige Wanne mit Schaumgummiteilen, also so viereckigen großen Schaumgummiteilen. Und ja, aber ich wollte ja jetzt nicht so wie alle anderen so fliegend, ja, und dann so buff, weil, nee, da kriegt man ja Prellungen. Also ich bin angerannt und bin so ganz gerade die Arme am Körper so hoch und dann fing nach unten. Was zur Folge hatte, dass ich bis zum Kinn in diesem Schaumstoff steckte, festgemauert in die Erden. Die haben mich dann nicht mehr rausgekriegt. Es musste ein kleiner Kran besorgt werden. War das peinlich? Diese Bahn war für ungefähr eine halbe Stunde gesperrt. Ich glaube, ich war sofort YouTube-Star. Die müssen das überall gepostet haben. Und meine Enkel mit roten Ohren, aber zuerst mal haben sich totgelacht. Meine Tochter lacht heute noch, wenn sie daran denkt. So, und dann habe ich aber nicht aufgegeben. Dann habe ich gedacht, ach, jetzt machst du mal alleine. Aber so ein Basketball-Trampolin musste man dann so hochspringen. Und das sah toll aus bei den anderen. Ja, so, ha, und dann haben die da so mit einer Hand an diesem Korb gehangen. Ich habe das dann auch probiert. 4 Wochen lang konnte ich mich nicht mehr rühren aufgrund eines Bandscheibenvorfalls. Ich konnte nicht mal mehr atmen. Ich konnte mich nicht umdrehen. Es war ganz, 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 ganz schrecklich. Also Trampolin fällt aus. Mein Enkel meint, ich sei jetzt auch zu gefährlich auf dem Trampolin für ihn. Da, wenn ich bald fest reinspringe, flutscht der da über die Abgrenzung. So was bleibt. Golfen. Wunderbarer Sport. Ich golfe seit Jahren und bin super schlecht, weil es sieht so einfach aus. Aber bei dieser Oberweite, ich kriege das nicht zusammen beim Abschlag. Ja, also das stört. Das ist jetzt keine Entschuldigung, ich kann es einfach nicht. Ja, was würde denn sonst? Schwimmen. Schwimmen. Ich liebe Schwimmen. Aber da ich ungern in öffentliche Bäder gehe oder an Strände, wo viele Leute rumspringen, fällt das für mich auch relativ flach. Und in Kanada ist das Wasser so arschkalt, das geht auch nicht. Aber schwimmen, doch das macht mir Spaß. Tauchen ist schwierig, die Bleigürtel müssen erst noch erfunden werden. Also bleiben wir beim Schwimmen. Ich schwimme, Fahrradfahren, auch ein sehr schöner Sport. Ich habe jetzt ein Elektrofahrrad, auch das macht sehr viel Spaß. Das muss ich sagen. Und ich gehe natürlich jeden Tag mit meinen Hunden Gassi. Und jetzt mache ich Five Rhythm. Kennt ihr das? Five Rhythm? Ja, ist wunderbar. So, meine Freunde. Heute ist Freitag, ich gehe wieder ins Wochenende. Ich werde nächste Woche aufbrechen, denn ich drehe Kreuzfahrt ins Glück. Man sollte niemals nie sagen. Auf Sardinien. Und nächste Woche poste ich noch bis Freitag, aber dann mache ich mal eine Woche Pause. Und wer wahnsinnige Sehnsucht nach mir hat, kann ja meine Bücher lesen. Ouvaya Kanada oder Alles nur Theater. Da stehen die ganzen lustigen kleinen Geschichtchen auch drin, die ich bisher in meinem Leben erlebt habe. Aber ich werde euch natürlich nicht fallen lassen. Also, wünscht mir viel Glück. Und da in diesem Ding muss ich ununterbrochen ins Wasser. Ich muss ununterbrochen schwimmen. Und das mir. Tschüss.